Moin Moin Kinders, wir sind's, Fettes Brot, König Boris, Björn Beton, Dr. Renz und ihr seht uns jetzt auf Backspin TV. Schön von der Atmosphäre, dass ihr hier einen schönen Wein mit rausholt. Ja. Ich bin kein Wein, ich trinke keinen Alkohol, deswegen... Ich auch nicht. Bitte. Du auch nicht? Nee, noch nie. Ich trinke sehr viel Alkohol. Aber nicht jetzt. Guck mal, das ist ein ganz kleines Glas. Nee, danke. Ich möchte nicht, dass die Backspin-Historie verfälscht wird. Schenk ruhig mal ein, mal gucken. Vielleicht nippe ich dran. Der Anlass, warum man sich jetzt hier getroffen hat, ist, dass bei euch im Plan ein neues Album steht. Exakt. Und wenn man die Historie von euch anguckt und auch das, was ich selber auch schon vor 20 Jahren als Hip-Hop mitgenommen habe, da seid ihr schon ein sehr großer und intensiver Bestandteil von dem gewesen, was man in den ersten Schritten in dieser Stadt erlebt hat. Jetzt sind wir 20 Jahre später und das ist ein nächstes Album. Um aber dieses große Hip-Hop-Fass aufzumachen, das ich noch mit euch aufmachen möchte, gehen wir erstmal tatsächlich zu dem eigentlichen Release. Und da ist mir aufgefallen, dass es eine Pause gegeben hat und wie ich erfahren habe, die sogar noch länger sein sollte. Ist man nach 20 Jahren und dann vielleicht nur 4-5 Jahre Pause, auch seit dem letzten Album, irgendwann an einem Punkt angekommen, wo einen das Ganze gelangweilt hat? Nee, ich glaube, wir haben vorzeitig gesagt, jetzt machen wir eine Pause, bevor es anfängt, uns zu langweilen. Also wir waren so eigentlich von 2006 bis 2010 durchgängig auf Tour, haben dann 2008 ein Album rausgebracht und dann getourt, haben das dann aufgenommen, haben 2010 ein Live-Album rausgebracht. Rede ich Quatsch? 2010, ne? Nee, stimmt. Haben damit auch nochmal getourt, also es war dann eine ganze Menge. Und dann hatte ich die Idee für ein Solo-Album, was ich zwischendurch gemacht habe, und habe die anderen beiden gefragt, was sie davon halten, wenn wir mal eine Pause machen. So. Und fanden alle ganz gut. Die Idee, etwas, so ein bisschen Zeit oder die Maschine mal anzuhalten und vielleicht mal ein bisschen was anderes zu machen, vielleicht mal von draußen drauf zu gucken. Das hatte aber nicht den Grund, dass wir uns irgendwie nicht mehr mochten oder so. Also zwischen uns war alles total down. Ach, aber den Punkt gibt es doch sicherlich mal, oder? Ich meine, bei den ganzen Touren, die ihr mitmacht und dem großen Apparat und so, da also auch was an Eindrücken, Einflüssen kommt. Ich glaube, so jetzt im Nachhinein wissen wir, wie super so eine Pause einfach mal ist, weil man mit etwas Abstand natürlich merkt, krass, wie viel neue Energie da zustande gekommen ist, als wir uns wieder getroffen haben und im Studio die ersten Sachen fürs neue Album aufgenommen haben. Da war gleich einfach ein derber Schwung da und wir haben einfach gemerkt, da sind aufgestaute Themen und musikalische Ideen in der Pause einfach entstanden, die dann auf einmal direkt in eine sehr hohe Anfangspower geführt haben. So. Und das war, glaube ich, so der Punkt, wo wir gemerkt haben, eine Pause ist echt gut. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt jedem empfehlen sollte, aber für mich persönlich ist einfach so ein Moment mit ein bisschen Abstand, das eigene Tun so zu betrachten, glaube ich, ein guter Gedanke gewesen. Du hast Snowboarden im Haus, geht nur fahren auf der Spree. Du hattest irre viel Spaß, du hast schon so viel gesehen. Bist in Ostsee getaucht, alles wahnsinnig fanden. Du warst schon bei Günter Jauch, aber leider nicht lang. Du warst 3 Tage wach auf dem Rockfestival. So eine Pause ist gut, oder? Ich meine auch generell so, um mal vielleicht auch den Sachen nachzugehen, die drumherum passieren. Man kann vielleicht auch mal ein St. Pauli Auswärtsspiel gucken, nicht nur ein Heimspiel. Richtig. Oder? Habt ihr sowas unternommen? Oder was? Das mal ganz ernst, ganz privat. Das sind mal wirklich Punkte, die mich mal interessieren. Fernab von dem ganzen Trubel. Ja, voll, natürlich. Es ist ja, wenn man so wie wir freiberuflich in der Band ist und es ist ja manchmal am Montag nicht abzusehen, was im Laufe der Woche alles so passiert. Wann ist was? Wann sind Studiozeiten? Es ist wenig planbar alles und das, klar haben wir auch die Zeit nutzen können, wo wir keine neue Fettes Brotplatte aufgenommen haben, mal Dinge zu machen, die wir sonst nicht machen konnten. Es war ein bisschen zuverlässiger zu planen. Ich beispielsweise bin mit dem Fahrrad und Zelt durch die Gegend gefahren und haben kleine Reisen unternommen. Ich glaube, wir haben auch viel Zeit mit unseren Familien verbracht. Das kann, sonst passiert sowas ja nicht so oft, dass man das mal kann. Und tausend andere Sachen natürlich auch, viel mit Musik sich beschäftigt, zu dem man normalerweise wahrscheinlich nicht so gekommen wäre oder zumindest nicht so intensiv. Gerade wenn man hier in Hamburg unterwegs ist, dann weiß man ja, es gibt, glaube ich, kaum eine Gruppe, die irgendwie aus diesem Kosmos mit hervorgekommen ist, die dann mal eben 15.000 Leute in die O2, Colorline, World, Arena, wie sie auch immer heißt, reinhauen kann, um sie zu füllen.
Ist dann das so der Punkt, der einen anfixen lässt, um wieder so Energie zu bekommen? Oder ist es die Musik, also das Album? Was, so, was ist so der Haupt, das Hauptfeuer, was man vermisst? Na, es ist schon die Musik. Also ein Konzert zu geben vor so vielen Leuten ist natürlich ein absoluter Traum, ist ganz klar. Müssen wir nicht drum rumreden, aber wir hatten schon Bock, ein neues Album zu machen. Ist ja auch viel passiert im Rap, so viele neue Leute sind am Start und die Hip-Hop-Welt ist bunt geworden, so bunt, also so bunt, wie wir uns das eigentlich immer gewünscht haben. Und dann haben wir, dann sind wir natürlich auch sportlich herausgefordert. Und dann denken wir, okay, alles klar. So, jetzt zeigen wir mal die Brote wieder, wo der Hammer hängt, wo der Frosch die Locken hat. Das juckt uns dann in den Fingern. Dann wollen wir halt auch ein Album auf den Markt werfen und sagen, hier, nimm das. Und der Punkt war wieder erreicht und wir sind mit großer Freude ans Werk gegangen und ja, das Ergebnis ist ja jetzt zu hören ab 1.11. Genau, das konnte ich mir eben auch schon mal anhören. Musikalisch ist das sehr breit gefächert, aber ich denke, da gehe ich nochmal ein bisschen später drauf ein, denn ich finde den Ansatz, den du gerade gegeben hast, schon ganz interessant. Was ich gesagt habe rund um, also wenn ich das als Backspin so sehe, dann gibt es da in der Vergangenheit gar nicht so viele Interviews und gar nicht so viel Zusammenarbeiten, die entstanden sind. Generell wirkt das, was ihr gemacht habt, und jetzt mache ich das große Hip-Hop-Fass auf, was ich meinte, für mich so, und wenn man auch so einen Wikipedia-Eintrag und sonst ein bisschen wühlt, dass bis Ende der 90er es immer noch so ein kleines bisschen so Zusammenarbeiten auch mal gegeben hat mit irgendwelchen Leuten, und von da an ist so wirkt, als ob es endgültig dieser ganze kleine Hip-Hop-Kosmos, so nenne ich es dann immer, einfach schlichtweg viel zu klein geworden ist, oder fettes Brot und die Ideen und die Gedanken dahinter viel zu groß geworden sind. Sehe ich das richtig? Sehe ich das falsch? Oder wie habt ihr das so mit ein bisschen weit Rückblick so 10, 15 Jahre nochmal ganz nach hinten geguckt, so wahrgenommen? Also gestartet, glaube ich, sind wir natürlich wirklich als eine der Bands, die wirklich aus dem Underground gekommen sind. Ganze Infrastruktur, die es damals gab, waren wirklich sehr, sehr überschaubar. Und unsere erste große Tour war die Klasse von 1995. Alles nur neue Bands, alles wurde da zum ersten Mal gemacht. Ich glaube, da gibt es jetzt schon sehr, sehr große Unterschiede zu dem, wie es irgendwie jetzt heute funktioniert an Infrastruktur für Rapmusik. Ich glaube, dass wir da schon immer auch eine Sonderrolle gespielt haben. Ich glaube, wir waren eine Band, die dann halt auch relativ frühzeitig schon mutige Deals mit Major-Labels gemacht hat. Wir waren sicherlich auch eine der Bands, die davon profitiert hat, dass es Sender wie MTV und Viva gab, weil wir geile Videos drehen konnten. Und das hat uns dann natürlich auch in dieser Szene erstmal schon mal einen Sonderstatus irgendwie gegeben, der anders war als die anderen Kinder. Und ich glaube, dass wir das auch ganz gut und ganz klug gemacht haben, diesem Hip-Hop-Gedanken, der in uns drin steckt, irgendwie in diese Pop-Welt rüber zu retten. Das war bei uns irgendwie, uns damals irgendwie sehr, sehr wichtig. Irgendwann sind, glaube ich, viele Bands dann mit einem ähnlichen Modell Musik zu vermarkten, uns gefolgt und haben ähnliche Deals abgeschlossen. Da sind auch viele Leute dann irgendwie rechts oder links an uns vorbeigezogen, irgendwie ganz einfach. Oder böse aufs Maul gefallen. Oder böse aufs Maul, ja, aber auch an den Dingen, die wir niemals gemacht hätten. Also ich weiß, dass wir uns zum Beispiel damals sehr damit beschäftigt haben, ob wir in die Bravo gehen wollen oder nicht. Ob das irgendwie eine Grenze für uns ist, für Teenie-Pop, die wir überschreiten oder nicht. Irgendwie heute spielt das überhaupt gar keine Rolle mehr. Also mal abgesehen davon, dass wahrscheinlich auch die Bravo nicht mehr so eine tragende Rolle spielt in Popmusik. Aber das war für uns ein ganz, ganz immens wichtiges Thema. Für andere Bands, die dann danach gekommen sind, die genauso wie wir auch aus dem Hip-Hop-Bereich kommen und die eine Hip-Hop-Band sind, denen war das scheißegal. Die haben das dann einfach mal gemacht. Da wurde jeder Kommerz-Deal einfach erstmal so mitgenommen. Da waren wir dann zum Teil mit unserem Hip-Hop-Verständnis irgendwie überfordert und haben gedacht, was ist denn hier los? Wir reden die ganze Zeit davon, dass es irgendwie, dass wir kein Sell-Out machen wollen. Wir wollen Sell-In machen. Und dann kommen auf einmal da die Flitzpiepen und machen irgendwie Deals mit irgendwelchen Telefonanbietern oder sowas. Das würden wir nie tun. Das ist doch irgendwie Ausverkauf von dem, was uns irgendwie was bedeutet. Da waren wir zwischenzeitlich dann sehr verwundert. Und dann gab es auch natürlich die Zeit, wo wir, und jetzt, ich merke es auch schon, ich hole auch groß aus. Ne? Ja, aber es ist halt schon ganz interessant. Also insofern macht. Dann gab es, glaube ich, auch die Zeit, wo dann sehr viele reale Hip-Hop-Acts irgendwie auch echt erfolgreich geworden sind mit der Musik, mit richtig undergroundig
klingender super Rap-Musik ordentlich Platten verkauft wurden, was wir natürlich auch irgendwie toll fanden. Wir durften aber auch bei denen irgendwie dann nicht so recht mitspielen. Ich weiß, dass wir zu Zeiten in Hamburg im Stadtpark das Flash-Festival irgendwie, was dann da war. Richtig, genau. Und da gab es dann halt, haben wir dann auch, klar, wurden wir gefragt, eingeladen, haben zugesagt, haben ein Spitzenkonzert gehabt. Trotzdem hatten wir immer so ein bisschen das Gefühl, na, bei den anderen Kindern, wir dürfen nicht mit denen mitspielen. Wir dürfen da nicht so ganz, gehören wir da irgendwie nicht dazu. Wir werden nicht gefragt, ob wir irgendwie im Eimsbusch-Keller einen Posse-Track aufnehmen wollen. Das war für uns manchmal schwer. Inzwischen, glaube ich, haben wir da irgendwie unseren Frieden mitgemacht. Ich glaube, wir haben da wir sind uns, glaube ich, in dem Moment sehr, sehr treu geblieben und haben da irgendwie unseren Weg so gegangen. Auch wenn der manchmal so ein bisschen, und dann war da Dendemann, hat dann irgendwie Werbung gemacht, ey, Fettes Brot, geile Band und sowas, und das fühlte sich für uns manchmal da komisch an. Die Reaktionen irgendwie im Publikum oder sowas auf den Festivals waren ganz andere, die wir da erlebt haben, irgendwie so. Das waren dieselben Leute, die bei anderen Bands gejubelt haben, wie die bei uns auch gejubelt haben. Das hat uns dann auch wieder natürlich Spaß gemacht. Ich glaube auch, dass diese Entwicklung dann so weitergegangen ist, dass wir irgendwann unsere eigene Kategorie aufgemacht haben. Das sind halt die Brote, die sind halt so. Und ich glaube, eins kann man wirklich sagen, also das behaupte ich jetzt mal ganz kackfrech irgendwie sowas, wir sind uns, glaube ich, uns dreien, was wir irgendwie für ein Verständnis von Musik, Popkultur und Hip-Hop haben, irgendwie auch da immer sehr treu geblieben. Und da kann man uns, glaube ich, wenig Verrat von irgendwelchen Idealen vorwerfen. Und das, finde ich, ist ein gutes Gefühl. Inzwischen, glaube ich, machen wir uns über diese Dinge, die per Definition irgendwie festgelegt wurden, was ist oder sowas, einfach sehr, sehr wenig Gedanken mehr. Ich glaube, wir sind da irgendwann so auf einem Level irgendwie angekommen, wo es gar nicht mehr so genau jetzt wichtig ist, das zu definieren irgendwie. Und ich glaube, wir sind jetzt wieder so an einem Punkt angelangt irgendwie, wo wir aus einer ganz komfortablen Lage heraus Kontakt zu anderen Leuten, Musikern, auch Rap-Bands oder sowas aufnehmen können. Oder andersrum gesagt, ich bin manchmal ganz erstaunt, und ich glaube, das ist jetzt irgendwann sind wir so weit irgendwie zu einem Klassiker geworden, die Band Fettes Brot, dass wir dann schon Props und Respekt auf eine sehr amerikanische Entertainment-Art und Weise dafür bekommen, dass wir schon so lange dabei sind. Ja. So, dafür kriegen wir dann. Das ist schon wert an sich. Genau, dafür kriegen wir dann jetzt Props, ihr seid schon lange dabei, und erst jetzt rückwirkend wird dann auch mal, gibt's dann auch die Props dafür, dass wir schon immer ein Teil dieser Rap-Kultur und der Hip-Hop-Szene sind und waren. Und das ist etwas, was wir. Was neu für uns ist, so, ja. Es war sehr lange Ausführung, aber. Ich muss was trinken, oh Gott, Wein her. Björn, sehr schön zusammengefasst, fand ich. Kann man wirklich so sagen, aber gut. Mad Props. Das war ja fast ein Rand. Dass du das Mikrofon in der Hand hältst, ist insofern schon ganz gut. Da komme ich nämlich gleich zu, was mir dann, also so wie du es beschreibst, ja auch selber aufgefallen ist, wenn ich mich damit beschäftigt habe, dass ihr klar eine eigene und eine starke Identifikation mit der Kultur habt, mit Rap, euch selber als Rapper seht, aber in der Wahrnehmung immer so wie ein Paralleluniversum nebenher gelaufen seid. Und jetzt wir ja in eine Zeit kommen, wo MC 50 ist ein sehr angenehmes Beispiel, aber auch zu Crow, ein Casper, ein Materia, alle so über den Tellerrand weit hinaus gucken und trotzdem den Stempel immer behalten, weil das ist ja einer, der gehört noch dazu. Aber bei euch hat das nie so funktioniert. Da hast du, das ist mir nämlich damals sehr aufgefallen, das ist auch schon ein paar Jahre her, aber mit dieser einen Nummer, die meisten meiner Feinde, glaube ich, ne? Für mich am prägendsten, ich habe mir natürlich alles immer angehört, was ihr gemacht habt, und habe mich damit beschäftigt. Und man hat immer so durchgehört, dass es schon darum geht, wir sind Hip-Hop, Punkt. Aber da ist mir besonders aufgefallen, dass die Narben offenbar auch sehr tief saßen, oder? Da habe ich tief blicken lassen, ne? Ja, aber generell. Und das war für mich aber vielleicht auch sinnbildlich für die ganze Band? Bestimmt. Also ich glaube, ich habe mit dem Song auf jeden Fall, ich glaube, wir haben das als Band immer mal wieder gemacht. Auch ein Lied wie Da draußen war ein Song, ja, der irgendwie, wo wir
wo wir und unsere Fans, glaube ich, die Faust in der Tasche ballen konnten, so, wenn wir wollen, können wir auch Battle Rap machen. Wir könnten theoretisch jeden Track auch Battle Rap machen. Wollen wir aber nicht. Aber wenn, dann klingt das so und dann schlagert ihr alle mit den Ohren. Wer wenn ich wir, wo wenn ich hier? Wann wenn ich grad, wie wenn ich hab? Selbst Onkel Punkrock geht nach unserer Show am Stock. Drei kleine Scheißer laufen Hamburg mit dem Rambock. Hamburg ist überhaupt Dinosaurier, 92er Baujahr, laden ein auf die Tür. Weil die meisten meiner Feinde ist halt so der klassische Coming-of-Age-Song, glaube ich, so wie es anfing, zu was es sich entwickelt hat und ein etwas düster humorvoller Blick in die Zukunft, wo sich dann ja am Schluss alle über den Haufen schießen in meiner Vision und ich als einziger konkurrenzlos überbleibe. Tolle Idee. Aber es ist ja, und, mal ganz ernsthaft, auch ein kleines bisschen so, hat es sich ja dann schon so entwickelt. Also deswegen macht ihr ein Interview mit uns, weil alle anderen sich über den Haufen geschossen haben. Ja, sind keine da. Das ist das letzte Interview, das Einzige, was wir machen können hier. Dafür sehr lang. Ja, genau. Ich habe extra viel Zeit. Es war natürlich eine Steilvorlage von unserem alten Freund Kuddel Kool Savas, der so freundlich war und mich irgendwann persönlich zu dissen. Er als Repräsentant der Aachener, Berliner Szene war natürlich auch natürlich zu der Zeit sehr eindrucksvoll. Also ich habe das, den Diss zum ersten Mal, also den Song mit dem persönlichen Diss bei Sport Karstadt gehört und war echt so baff für einen Moment. Wie lief das da im Store und du hast es da gehört? Ich wollte mir gerade so ein Basketball-Trikot kaufen und, und als ich dann auf die Idee kam, daraus einen Song zu machen, da kamen dann auf jeden Fall viele Möglichkeiten zusammen und das ist natürlich auch eine Art Befreiung, ne? Wenn man das einmal so thematisiert und sozusagen auch zugibt, wie es in einem arbeitet und dass das nicht komplett an einem vorbeigeht, aber gleichzeitig auch so den Battle-Rap-Gedanken aufnimmt und sozusagen ein bisschen zurück raushaut und stänkert. Das ist, ich finde, das macht Rap interessant so und insofern. Ich glaube, was grundsätzlich so ein bisschen das Problem war mit Fettes Brot und der Hip-Hop-Szene, so rückblickend, ist, dass wir nie bereit waren, so ungeschriebene Gesetze einzuhalten. Also wir hatten immer Spaß daran, über so Verbote zu brechen und bestimmte Sachen. Also da machen wir mal ein Bossa Nova-Stück, das Viele Wege führen nach Rom heißt. Da können so Hardcore-Hip-Hop-Heads schütteln nur mit dem Kopf und fragen, was soll der Scheiß? Für uns war das, wir hatten einfach Lust darauf. Oder wir, also von Dresscodes und von wie man sich verhält und ob man mal lacht oder Albernheiten oder ob man heiliger Strohsack sagen darf in einem Song oder ich meine am Anfang war es, darf man singen in einem Chorus, das war damals uncool, die Leute haben gesagt, es geht nicht, das ist Rapmusik und wir haben es einfach gemacht und weil Farsight das gemacht hat Farsight hat uns die Erlaubnis gegeben, singen ist erlaubt in Rap, so. Ja, es ist schon absurd und es hat Leute auch, glaube ich, schon zu Klasse von 95 Zeiten, wann war das nochmal, ich glaube 95 irritiert, dass Mädchen auf die Konzerte gekommen sind, also Hip-Hop-Jams waren bis oder Mädchen jetzt? Nee, Ladies, dachte ich, ja. Die T-Shirts und CDs gekauft haben. Ja, genau, einfach so klassische Fans, die irgendwie das einfach erstmal so bewundern wollen und dazu feiern wollen und gar nicht so sehr natürlich war der Ausgangspunkt von Rap so, es stehen Writer und Breaker im Publikum, wenn die Rapper auf der Bühne sind und genauso gehen die MCs danach zur Wall of Fame und gucken sich an, was da so geliefert wird. Und ja, das ist vielleicht schon fast ein bisschen zu hart gebrochen, denn diesen klassischen nur alle vier Elemente Hip-Hop-Gedanken, aber was mir halt bei euch aufgefallen ist, wenn man sich die Werke von Tag 1 durchguckt bis heute, die Hook ist, glaube ich, das entscheidende Element, woran sich dann die Leute erinnern. Ja, positiv verändern, die dann für den Erfolg sorgt, die dann auch dafür sorgt, dass man 15.000 Leute in der Halle kriegt, aber wo sich die anderen dann auch dran stören, weil auch schon Schade Schokolade viel zu catchy war. Ja, das stimmt, das kann gut sein. Aber da sind wir dann auch zu sehr auch Musiker einfach oder Songwriter oder Popschweine. Ja, die dann. Aber auch, das hat doch jeder in sich. Ja, finde ich auch. Die auch Spaß dran haben, wenn man irgendwie einen geilen, catchy. Ich meine, das kann auch nicht jeder, das muss man auch mal dazu sagen. Ne? Das ist ja nicht etwas, was die anderen nicht gemacht haben, weil sie es nicht wollen, sondern viele auch, weil sie es nicht. Das ist eine Kunst so, ne? Das muss man mal ganz unbescheiden sagen. Jeder ist neidisch auf Crow für Easy. Ja. Punkt.
So, ich meine, er kann's, so. Und dann, bam, sieht man ja, wo Crow jetzt ist irgendwie. Und insofern, geschadet haben uns, ich glaube, also wenn ich mir überlege... Wobei das gerade jetzt ein Song ist, der jetzt nicht so richtig eine Hookline als Hookline hat, ne? Ja, das ist ja auch nochmal ein spannendes Song. Genau, das ist auch nochmal ein spannendes Thema, unter Pop-Aspekten zu analysieren. Der hat gar nicht so eine richtige Hookline. Funktioniert natürlich trotzdem wundervoll. Aber wenn wir uns entscheiden müssen zwischen Props in der Hip-Hop-Szene oder Hooks, ich glaube, wir hätten uns immer für die Hooks entschieden. Genau, aber das ist nämlich... Schön ist gesagt. Das, ja, aber genau so ist es. Ich meine, das zeigt ja der Weg und euer Erfolg gibt euch recht, Punkt. Und das, ich bin auch genau bei dem gleichen Punkt, dass egal, was jemand von außen darüber gedacht hat, ihr seid euch doch immer treu geblieben, weil ich habe nicht viele Bravo-Cover gefunden. Ich habe keine, wie du schon sagst, Handy-Klingelton. Bravo-Cover gibt es, glaube ich, eins, wo wir drauf waren, aber auch nicht wirklich das Cover so an der Seite. Ja, aber also da schon bestimmten Prinzipien treu geblieben und du hast ja selber gesagt, in der Vergangenheit wurde da vieles über den Haufen geworfen. Fühlt ihr euch heute bestätigt für den Weg, den ihr gegangen seid? Automatisch auch mit dem, was jetzt nachkommt? Ja, wir halten uns, glaube ich, gar nicht so sehr mit dem Blick zurück auf. Also wenn wir Musik machen, sind wir eigentlich immer eher so nach vorne gerichtet und wir haben Bock, das, die neue Platte so geil wie möglich zu machen. Die Videos, die Konzerte, alles was kommt, das ist sehr viel so und da ist unser Fokus. Dass wir jetzt immer denken, ha, haben wir es allen gezeigt und ha, die ganzen Hater von damals, wo sind sie heute? Nein, so weit will ich gar nicht. Nö, gehen. Aber klar, wenn man mal irgendwie eine Zugfahrt hat und ein bisschen reminisst irgendwie, dann gibt es mal so eine Momente, aber es ist jetzt so, dass wir jetzt irgendwie Genugtuung hätten oder so, dass den Moment gibt es eigentlich recht selten. Wir brauchen Echo, Echo, ein Echo. Gib mir ein Echo. Ich finde ganz interessant, dieses Deutschrap Medley, das ihr da vor kurzem veröffentlicht habt, das live entstanden ist, wo dann ja von Haftbefehl über, Kool Savas ist nicht dabei, aber sonst sind Fans Chemistry, Fantastische Vier, Beginner sowieso, alles mit drin ist. Ist ja belegt dafür, dass ihr, auch wenn ihr selber euch also vielleicht musikalisch immer weiter von dem entfernt habt, was in diesem kleinen Szene-Kosmos da immer so passiert ist, die ganzen, die Real Hip-Hop sind, trotzdem beschäftigt damit habt ihr euch immer. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja unsere Lieblingsmusik. Ich bin tatsächlich ein bisschen verwundert darüber, dass das so eine besondere Feststellung ist. Also die Songs, die wir jetzt in dem Medley gecovert haben, sind ja nun bei Weitem keine Geheimnisse. Nee, das absolut nicht. Sondern das sind wirklich Songs, die wir beeindruckend finden oder die Klassiker sind, die Musikszene verändert haben oder die uns irgendwie für immer im Herzen einen Platz haben, gefunden haben. So. Und das war die schönste Moment für mich, war dann, als auch dort wieder Schabos Wissen, wer der Babbo ist, aufgetaucht. Ja. Weil das taucht überall auf. Ist ja auch ein beeindruckendes Stück Musik. Ist ihm ja gut gelungen, dem Herrn Hafti. Da ist dann aber kein MC 50 Track drauf. Mit dem habt ihr euch so getroffen? Nee, ist eine reine Online-Dating-Nummer. Das hab ich mir bei ihm schon fast gedacht. Ja, vielleicht gibt's ihn gar nicht. Doch, oder vielleicht gibt's ihn mehrfach. Ich habe es nicht. Ich habe Beweisfotos auf dem Handy. Ach so, wir haben ihn auch schon mal getroffen. Ja, ja. Aber für den Song jetzt gar nicht. Nein, nein, das ist tatsächlich eher so entstanden, dass wir die Idee hatten, ob wir ihn nicht fragen, ob er bei den zwei großen Konzerten im Dezember mit dabei sein möchte. Und er hat gesagt, ja, und er würde sogar gerne auch bei der Tour mit dabei sein, was uns sehr gefreut hat. Ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit für uns beide irgendwie. Es macht bestimmt Spaß, mit ihm unterwegs zu sein und ich freue mich da auch drauf. Dann hat er uns irgendwie gefragt, ob wir bei seiner EP zu Fitty mit dem Bart nicht auch einen Part beisteuern wollen. Auch eine Neuerung, dass wir irgendwie bei Fettes Brot gefeatured werden. Das kommt ja auch nicht so häufig vor, da kann man lange suchen. Es gibt ja auch welche, die sind auch wundervoll, aber man muss ein bisschen suchen, bis man sie findet. Und dann kam er irgendwie nicht rüber mit dem Track, das hat ein paar Tage gedauert. Dann hat Dr. Renz irgendwann gesagt, hier, was ist mit dem Track, her damit? Dann hat er das um 7 rübergeschickt und um 11 hat er dann wieder die Spuren zurückgeschickt bekommen. Das ging also ratzfatz, er hatte das am nächsten Tag und dann Gute ist. Dass es euch gefällt, das ist klar, sonst würdet ihr nicht zusammenarbeiten. Aber was ist das Besondere an diesen Themen, die da so jetzt auch generell in was er macht? Pauschal, das geht nicht nur für ihn, das gilt aber auch für viele andere kleine Pflanzen, die da so entstehen. Ach so, dass sie ihre eigenen Dinger irgendwie machen, also neue Ansätze für die mit seinem Internet und Handy-Rap, den er da hat und seiner Kunstsprache und seinem Kunstaussehen und so, das ist etwas, wo ich denke, das ist eine geile Inszenierung, das muss nicht jeder gut finden, so, aber das unterscheidet sich deutlich von anderen Leuten. Ich habe da immer so ein
ein komisches Snoop Dogg-Gefühl. Also der, der ist, hat eine ähnliche Inszenierungskraft irgendwie sowas. Ja. Der setzt sich so in Szene. Das ist ein, wie sagt man im Werberdeutsch, ein Alleinstellungsmerkmal. Der Typ ist so. Und da das weiß man auch sofort. Und das kommt, man merkt es spätestens dann, wenn die Kinder in meinen, die Freunde meiner Kinder in der Schule irgendwie genau das dicken und sagen so, alles klar, die kennen den alle, genau wie sie auch Peter Fox auch alle kennen, aber sie wissen genau, das ist etwas Spezielles, was Besonderes. Und das, finde ich, macht er da irgendwie, macht er extrem gut. Andere Leute setzen sich eine Maske auf irgendwie und sehen auch ganz besonders aus und haben auch etwas, eine Inszenierung irgendwie so, ne? Das ist schon besonders. Welche, um nochmal wieder aufs Album zu kommen, welche Herausforderungen stellt ihr euch selber, wenn ihr an ein neues Projekt geht? Musikalisch, okay, das ist die ganz, eine. Ganz kurz, ich will nur einen Satz sagen, und zwar let's push things forward. Also das Mike Skinner-Stück, das Streets-Stück ist nach wie vor für mich ein großes Motto. Ich möchte bei jeder Platte irgendwie die Grenzen auschecken, wie weit können wir gehen. Was, ich glaube, es geht uns neu. Auch daraus, da immer darum, uns selbst und unser Publikum natürlich dann auch zu überraschen. Also irgendwie Sachen aus uns rauszukitzeln, die wir bis dato noch nicht gemacht haben. Und wir stehen immer auf dem Standpunkt, alles, was ist, also wenn man Lieder möchte, die so klingen wie Jein oder Nordisch by Nature, dann kann man ja Jein und Nordisch by Nature hören. Und neue Musik muss immer irgendwie nochmal wieder einen Blick in eine andere Richtung werfen dürfen. Und es ist einfach spannend zu gucken, was passiert, wenn wir uns gerade nach so einer Pause wieder treffen und viel neue Musik gehört haben, aber auch viel alte Musik gehört haben und uns neu inspirieren lassen dadurch, wenn wir die Plattensammlung von unserem religiösen Berater und langjährigen Weggefährten André Luth plündern und einfach mal gucken, was kommt denn da raus, wenn man nur nach Cover oder nach Bandnamen geht. Ja. Da haben wir zum Beispiel Sexual Harassment gefunden, eine Band, die ich bis dato noch nicht kannte, und haben uns einfach mal an deren If I Gave You a Party, Would You Come abgearbeitet. Das ist zum Beispiel ein Stück, was jetzt als Kannst du kommen auf der Platte gelandet ist. Wenn ich eine Party schmeiße, kannst du kommen. Wenn ich eine Party schmeiße, kannst du kommen. Wenn ich eine Party schmeiße, kannst du kommen. Die anderen Gäste wissen noch gar nichts davon. Wir sind auch sehr inspiriert von aktueller Rap-Musik. Also wie wir eben schon gerade angesprochen haben, es macht einfach Spaß zu hören, wie neue Künstler das, was wir auch schon so lange lieben, interpretieren und was sie mit so einer scheinbar etwas respektlosen Herangehensweise irgendwie Neues kreieren. Und darf man das überhaupt? Das ist so eine Lieblingsfrage. Und wenn ich das bei mir selber so im Kopf höre, dass ich mich das frage, ob jemand einfach, also ich weiß nicht, zum Beispiel bei Crow gab es diese Diskussion um Du, wo er irgendwie so ein den Song von einem Französischen, also nicht nur, dass es alles auf einem Deathpunk-Sample basiert, aber dann auch ja dieses französische Original von, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, darf man das weiterführen? Darf man sich so inspirieren lassen, dass man sogar vielleicht teilweise von der Melodie sich zu eigenen Kreationen inspirieren lässt? Also ich finde das wahnsinnig spannend, wenn da der Rahmen immer wieder neu ausgedehnt wird, und ich glaube, sowas bockt uns auch total an, und ich bin gespannt, was das Publikum alles auf unserer Platte für Inspiration raushört. Also es macht Spaß, mit Journalisten darüber zu reden, weil der eine sagt, klingt ja voll elektronisch, und der nächste sagt, ich höre da ganz viel so 80er Jahre Rap, und irgendwie ist es, ja, für uns ist alles ein bisschen drin. Ja, genau so habe ich es auch wahrgenommen, als ich es mir eben durchhören durfte. Ich höre French House zwischendurch auf zwei Nummern irgendwie so. Das sind so zwei Nummern, die für mich so danach klingen, als ob ich sie auch... Klaus, Klaus und Klaus, glaube ich, meinst du, ne? Das letzte ist ein bisschen... Und das, ich habe es mir sogar notiert. Mehr Gefühl? Ja, genau. Ja, genau. Siehst du, da habe ich mich auf jeden Fall irgendwie so in irgendwelche After-Work-Clubs Ende schön. Der 90er gefühlt. Ja, sehr gut. ist das denn aber dann, oder von wie ist das, wenn dann du sagst,
Grenzen aufmachen und dann keine Grenzen haben bei dem, was man da macht, da muss doch das Spektrum, wie man dann auf den Punkt kommt, um jetzt den Track zu machen, unheimlich schwierig sein. Nee, das klingt theoretisch, also es klingt ein bisschen zu theoretisch. Wenn wir wirklich im Studio sind, denken wir darüber nicht so konkret nach, sondern es gibt eine Idee, es gibt ein Instrumental, irgendwie Entwurf oder so, eine Zeile und dann legen wir einfach los und dann machen wir. Und meistens ist es so, dass wir uns dann erstmal mit 3-4 Songs warm boxen, die dann am Ende des Prozesses gar nicht auf der Platte sind, weil die dann noch nicht so geil sind. Und dann sind wir irgendwann warm und dann geht's los. Und dann sind so Sachen dabei, dann gibt's ein Foto von Andy Warhol und Basquiat und noch so einem anderen Vogel, Clément. Das, wenn man so kurz drüber guckt, denkt man, das könnten wir drei sein. Dann gibt's da eine Zeile, wo drin Three is a Party drin vorkommt. Denken wir, oh, was für ein geiler Plattentitel wäre denn das für uns. Währenddessen entstehen noch andere Musik, dann beschäftigt man sich mit der Epoche, dann hört man sich das an, dann hat wieder jemand eine neue Idee für irgendwas, was schon da ist, dann wird irgendwas wieder zerschlagen, weil es doch nicht so geil ist. Und so ist das Ganze in Bewegung und das dauert immer eine gewisse Zeit, bis wir dann selber so merken, ah, okay, das ist jetzt hier also der rote Faden, so geht das ab. Wir haben Bock auf Feiern, auf irgendwie schnell, auf laut, auf auch viel Rappen wieder, Hamburg, kommt auch wieder viel auf dem Album vor, was wir auch lange nicht gemacht haben. Und dann haben wir das große Glück, dass wir Leute in unserem Umfeld haben, wie André, der schon gerade angesprochen ist, die dann auch ab und zu mal reinhören und die uns dann so von außen nochmal ein bisschen Input geben, sagen, oh, das ist voll geil, was ihr da gerade habt, das ist super, macht doch mal weiter. Das ist auch total super, aber warum ist euer Text denn so langweilig bei dem Stück? Das gibt schon den harten Kritiker. Voll. Also da kennt er nichts und das nervt uns auch tierisch jedes Mal. Aber er ist da über die Jahre auch wesentlich netter geworden. Also er sagt, seine Meinung ist immer noch hart, aber es tut immer noch weh, wenn man den ganzen Text nochmal neu schreiben muss. Aber wir wissen halt, wir haben halt über die Jahre gelernt und gemerkt, dass er halt oft richtig liegt und da vertrauen wir ihm dann halt auch. Und oft ist es so, dass er dann Sachen anspricht, die man so hinten selber schon so leise Kritik, die man selber so hat, die man immer so wegschiebt, weil man keinen Bock hat, nochmal wieder alles von vorne zu machen, schon hat. Und wenn er die dann anspricht, das ist dann immer so, oh ja, vielen Dank, gut. Ich glaube, es tut Bands im Allgemeinen gut. Also ich meine, manchmal hat man ja so das Gefühl, wenn man andere Bands sich anhört, dass man dann denkt so, oh ja, ihr schmort aber auch wirklich im eigenen Saft. Ne? Also da fehlt manchmal vielleicht ein Blick von außen oder vielleicht ein bisschen frischer Wind. Eine kritische Stimme. Ja, genau. Dass man da irgendjemand einmal auf den Pott setzt und sagt so, nee, ey, das hast du schon gemacht, das Lied, das ist langweilig, das nochmal zu machen. Genau das sehe ich als Gefahr oder habe ich als Gefahr in der Vergangenheit bei vielen Rap-Künstlern immer gesehen, dass das Umfeld zu viele Ja-Sager waren, die dann dazu also quasi nicht den einzelnen Push gegeben haben, damit der Künstler nach vorne kommt. Ja, das muss man auch selber wollen. Also vielen Musikern ist das dann auch zu unbequem, ständig also jemanden zu haben, der auch mal meckert, weil man sagt, nee, ist nicht so geil. Und die werden dann halt weggelobt, ne? Bis du dann irgendwann nur noch Leute hast, die alles abnecken. Steht denn zuerst die Hook oder erst die Songidee? Warte, ich bleib bei der Gedankengang, dass die Hook hier so das tragende Modell ist. Teils. Wir haben gerade vorhin schon darüber gesprochen und haben mal die Tracklist irgendwie angeguckt von dem jetzigen Album. Oftmals ist es so, dass oftmals tatsächlich erst die Musik da, dann aber meistens schon Chorus. Direkt mit dem Chorus ja, dabei. Ja, genau. Ja, das ist schon so das Geheimrezept. Das sorgt auch dafür, dass man 20.000 Leute bekommt und auch Generationen wahrscheinlich mit einem kommen, oder? Ja, es ist auch das ist natürlich schwer zu beurteilen, so wenn man es selber macht, aber das Ding ist, dass uns diese Hooks dann oft auch Themen vorgeben. Also dann hat man gib mir ein Echo. So, das steht dann da und dann denkt man, ja, okay, was soll das denn jetzt eigentlich? Und dann fängt man an, drüber nachzudenken und dann kommt man dann drauf, dass es irgendwie ein Menschheitsthema ist, dass Leute gehört werden wollen und irgendwie jemand haben wollen, der sie spiegelt und Gleichgesinnte in der Kunst und in der Liebe treffen wollen und so. Das wissen wir vorher noch gar nicht. Also es sind dann so Themen, die dadurch dann so entstehen, dass wir dann irgendein Wortspiel haben oder tatsächlich schon eine fertige Hook. Es ist auf keinen Fall so, dass man sich hinsetzt irgendwie und dann so ein DIN A4-Zettel nimmt und draufschreibt, okay, worüber wollen wir denn jetzt auf dieser Platte denn mal sprechen? Okay, Thema natürlich wieder Liebe und Frauen, eins. Und das so funktioniert das natürlich nicht, sondern man hangelt sich oftmals tatsächlich an Reimen oder Hooks irgendwie entlang und sagt, ah, okay. Oder was wir auch das öfteren Jahr machen, ist irgendwie, dass man erstmal so mit einer Fantasiesprache irgendwie Schimmel einsingt und darüber üben, dass man über so eine La-La-La, Bla-Bla-Bla-Melodie oder sowas dann irgendwo hinkommt, was einen dann irgendwie weiterführt. Und da tauchen dann auch oftmals dann plötzlich so Worte aus dem Nichts auf, wo man denkt, ah, okay, das
das könnte der Song werden, das könnte interessant sein, ohne dass man genau weiß, was für ein Thema das dann nachher wird. Also, weil wenn ich jetzt Bettina nehme, irgendwie sowas, dann war da vielleicht erst der Name Bettina, beziehungsweise erst hieß sie sogar noch Maria, aber dann war das da, pack deine Brüste ein, und was das Thema dann nachher, was der Song nachher aussagen sollte, das war am Anfang erstmal völlig unklar. Es war nur irgendwas mit Brüsten, und das funktioniert ja auch genauso, dass man erstmal aufhorcht und erst danach irgendwie, glaube ich, war das Lied zu Ende, nachdem wir dann irgendwie selber verstanden haben, was das alles für ein Thema, was das beinhaltet. Jetzt habe ich mir ein Bild gebaut in der Vorbereitung und auch durch das Gespräch von einer Gruppe, die schon sehr lange dabei ist, die auch schon dadurch, dass sie ein gewisses Alter hat, auch recht entspannt und ruhig die Sachen sich angucken kann. Und dann gucke ich mir aber dann als Künstler und vor allen Dingen, wenn man dann noch ein bisschen mit übers Geschäft nachdenkt, dann auch die Zahlen an und sehe, dass da noch gar keine Eins in den Charts bisher stattgefunden hat. Und wir sind ja, und das ist, deswegen habe ich wieder meine Hip-Hop-Brücke, gerade in einer Zeit, wo A, Hip-Hop sehr gut funktioniert, B, sich jeder über Charts Platzierung definiert und wir dazu noch, glaube ich, 6, 7 Nummer 1 dieses Jahr schon im Hip-Hop hatten. Du kritschst ja wieder so. Ich meine, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, und jetzt mal ganz, dass das überhaupt ein Thema ist, weil das ist auch eigentlich vollkommen egal für den tatsächlichen Erfolg, aber fürs Ego? Also, wir hätten nichts dagegen, wenn wir mal auf 1 charten. Wir haben es sogar auf der Platte sogar angekündigt, dass, weil das Album schon wieder wochenlang auf Platz 1 in den Charts ist, behaupten wir mal einfach ganz großspurig. Haben wir aber auch schon mal bei einer Platte gemacht, die es dann nicht auf 1 geschafft hat. Aber wir hatten schon mal Nummer 1 Hit in Österreich allerdings. Ja, stimmt. Emanuela war Nummer 1 in Österreich. Ja, außerdem ist es doch auch ganz schön, dass so bestimmte Dinge nie erreicht werden, weil dann ist man irgendwann, denkt man ja, ach, jetzt habe ich alles erlebt oder sowas. Man muss ja immer ein bisschen hungrig bleiben und Wünsche und Träume können ja nicht alle in Erfüllung gehen, ne? Aber ist das eine Definitionssache, die euch in eurem Bandweg noch irgendwie überhaupt irgendwas verändern kann? Man muss für die Leute, nee, das glaube ich eh nicht. Man muss halt, also Nummer 1 kann ja auch vieles bedeuten. Du kannst einmal Nummer 1 sein und kannst 15.000 Platten verkauft haben an einem Tag halt oder in einer Woche und danach ist dann tote Hose und dann kannst du von der Nummer 1 auch nichts kaufen. 5 Wochen Top 10 sind. Ja, das ist dann nochmal eine andere Sprache, genau so ist es. Und volle Konzerthallen und irgendwie eine goldene Schallplatte zum Beispiel. Da wird es dann, sag mal jetzt, wenn man Erfolg darüber definieren möchte, da wird es dann interessant. Ja. So. Aber mehrere Wochen auf Platz 1 ist natürlich auch schön. Bleibt zu hoffen, aber da ist natürlich was. Ich glaube, in diesem Vorinterview, in diesem Presseding da auch mit drin war, dass so Absagen, also dass ihr auch nicht alles gemacht habt. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, Bravo-Cover nicht immer gemacht, dass man als Fettes Brot auch nicht immer alles gemacht hat, was einem angeboten wurde. Gibt es da auch, abgesehen vom Bravo-Cover, Dinge, die ihr vielleicht, oder wo man euch hätte vielleicht sehen können? Ich weiß nicht, habt ihr mal die VOG-WM mitgemacht oder seid ihr mal beim Ton? Wir haben mal gefragt. Musik in der VOG-WM gemacht. Und da, gefragt, selbst mitfahren. Darüber haben wir lange diskutiert. Ja. Mitgefahren sind wir nicht, aber auch nur aus Angst. Aber das ist schon, ich meine, auf der einen Seite die Musik und so, dann ist das, da dürfte doch eigentlich gar keine Hemmschwelle zu sein, auch so einen ganzen Quatsch mitzumachen. Oder ist das so ein Kosmos, manchmal, wo man sich zu leicht verbrennen kann? Also manchmal ist es, also ich glaube, manchmal geben wir uns selbst tierisch damit auf die Nerven, dass, und sind uns auch nicht ganz einig, wo jetzt genau die Grenze gezogen werden kann. Also es gibt natürlich auch Sachen, die verändern sich immer wieder. Das heißt, man muss eigentlich bei jeder Kampagne neu drüber nachdenken, ob jetzt die Bravo Super Show oder so noch in Ordnung ist, wenn man da seinen Song präsentiert. Oder ja. Ich glaube, generell sind wir einfach eine diskussionsfreudige Band. Wir sind eine Band, die mit aus einer Laberheinis halt. Laberheinis aus einer Zeit, wo Hip-Hop antikapitalistisch eingestellt war, also wo man eben nicht mit einer Nummer 1 angegeben hat, sondern sich dafür geschämt hätte. Und wo auf Plattencovern drauf stand, ich grüße alle, die noch für unter 1000 Mark auftreten. Also sozusagen als Statussymbol, das nicht Geld haben wollen. Und das steckt irgendwie in uns drin. Gleichzeitig sind wir natürlich auch gewachsen, haben uns verändert, sind Geschäftsmänner geworden mit eigener Plattenfirma. Und irgendwo da finden wir halt unseren für andere vielleicht nicht immer nachvollziehbaren Kurs, aber ich glaube, das, was du vorhin auch schon gesagt hast, ist halt das Entscheidende, dass wir rückblickend sagen können, dass eigentlich alles
kann man, würde ich so nochmal machen, kann man so unterschreiben. Es sind jetzt keine ganz groben Schnitzer drin. Und hier und da haben wir mal eine Million liegen lassen. Wenn irgendwelche, eine Million gleich. Na, wir haben zumindest eine Million gefordert, als irgendwelche Werbefritzen von uns Musik wollten und die haben sie dann nachproduziert, sodass selbst mein Vater drauf reingefallen ist und meinte, ihr macht jetzt Felddienstwerbung. Und dann waren wir das gar nicht, sondern nur irgendwelche findigen Werbemucker, die das nachgebaut hatten. Ja, das ist ein Haifischbeck. Du wolltest auch noch was sagen. Ja, ich habe es gerade vergessen. Ja, kann ich aber nochmal, vielleicht fällt es dir noch wieder ein, nochmal das Fass aufmachen Richtung Szene wieder. Und wenn wir dann bei Platz 1 sind, so sagt euch Alligator was? Ja. Habe ich schon fast mitgehofft. Der hat A, eben diese 6 Wochen Top 10 geschafft. Der ist die ganze Zeit da, ist ein riesengroßes Phänomen, weil er es auch durch sehr catchy Hooks auf jeden Fall auch sich positioniert, aber auch durch eine sehr breit gespecktes Musikverständnis, würde ich sagen. Ihr habt hoffentlich das Album mehr oder minder gehört. Aber eure Meinung zu diesen Künstlern würde mich mal interessieren. Also der, nur mal, das war, deswegen komme ich darauf. Ich bin selber jetzt davon abgekommen. Der hat nämlich zum Beispiel gesagt, oder die haben gesagt, keine The Dome, kein Bravo-Hits, das wollen sie alle. Die wollen sie nicht doch stattfinden. Ja, spannend, ne? Dass jetzt wieder sozusagen die nächste Generation junge Rapper kommt, die sich wieder ganz klar von denen abgrenzt, die irgendwie zwischendurch das alles ganz selbstverständlich mitgenommen haben und bei jedem The Dome mit ihrer ganzen Posse rumgehangen haben und irgendwie friedliche Boybands genervt haben. wie uns. Es gibt ja dann aber, wenn ihr selber ja so ein bisschen innen und doch wieder draußen außerhalb der Szene jahrelang so da rumgeschoben, für mich jetzt die Möglichkeit, dass ich von euch mal, ohne dass aus der Szene gleich euch einen auf den Kopf hauen kann, mal Meinungen zu den einzelnen Künstlern und deren Wegen. Also ich habe mir gerade vorhin... Achso, zu den Wegen, nicht? Ja, ich meine konkrete Künstler und ich möchte konkrete Meinungen. Konkrete Meinungen jetzt. Alligator ist zum Beispiel das Erste. Was ich habe vorhin das Lied, diesen Beerdigungssong gehört und habe gedacht, da sind echt freshe Rhymes drin. Also das inspiriert mich so, wenn ich irgendwie einfach gute Sprache höre, wo ich irgendwie drüber schmunzeln kann. Ja, und so von seinem, also wie er auftritt und so, entspricht er nicht so dem Klischee und das gefällt mir sehr gut. Also das finde ich dann immer schon interessant, wenn ich denke, oh so der Typ jetzt mit dem Rap-Album, geil, das finde ich, das ist dann schon mal eher ein Pluspunkt bei mir. Und vorhin habe ich gedacht, das ist so die Platte, die Fischmob nie gemacht hat. Also irgendwie habe ich so Fischmob-Assoziation, keine Ahnung, ob ich ihm damit zu nahe trete oder ein Kompliment mache, aber ich... Dazu ist die komplett zu catchy, glaube ich, oder? Findest du nicht? Dazu klingt sie auch zu... Was kann catchiger sein als Fick, mein Gehirn? Touché. Haftbefehl. Ja, also dadurch, weißt du ja schon, dadurch, dass er Platz in unserem Rap-Medley gefunden hat, können wir ihn ja nicht ganz scheiße finden. Ist ein komplett anderer Kosmos, ne? Also ist eine andere, komplett andere Welt, mit der wir eigentlich fast nichts zu tun haben. Fast nichts, ist sehr interessant. So, fast nichts. Ja. Ja, lässt du auch tief blicken jetzt. Aber... was er da mit seiner Spracherfindung da geschaffen hat, das ist echt Kunst. Also das ist krass, da hört man hin, das finde ich, ist das ist wirklich eine Leistung auch. Das ist was komplett Neues. Einige, sag ich mal, also das mit dem Aggressiven können wir natürlich nicht allzu viel anfangen, aber hey, das ist sein Ding. Und wenn das irgendwie auch noch kunstvoll gemacht ist, finde ich, ist das total, hat das total seine Berechtigung und ja, Chabos ist natürlich ein echter Hit, ne? Crow? Ich meine, wenn man mal ehrlich ist, ist der ja, es gibt ein schönes Sinnbild, das mir Casper im Interview über ihn und seine Karriere gesagt hat, Materia hat die Tür aufgestoßen, von der er da spricht, er selber ist rübergesprungen und Crow ist mit Anlauf in die Halle gestürmt und hat sie voll gemacht. Das hat er, glaube ich, für alle gemacht. Ich glaube, der ist, glaube ich, wahrscheinlich an jedem vorbeigerannt. Ich glaube, der ist selber ein bisschen schwindelig, habe ich so den Eindruck. Also der war ja jetzt bei Rock am Ring und Rock im Park, wo wir gespielt haben, auch da. Mir kam es ein bisschen vor, dass ihm selbst ein bisschen schwindelig davor ist, wie schnell das alles ging, dass er auf einmal vor so vielen Leuten steht. Das muss ja auch, ich habe keine Ahnung, wie alt der Herr irgendwie ist. Aber Anfang 20. Genau, und das ist, glaube ich, wenn ich mir das vorstelle, der ist vielleicht gerade irgendwie aus der Schule raus oder sowas oder hat gerade seine erste Wohnung bezogen und schon auf einmal steht er vor 60.000 Leuten da. Da kann einem schon mal schwindlig werden, irgendwie sowas. Insofern macht er das wahrscheinlich ganz geschickt irgendwie, dass er sich eine Maske aufgesetzt hat und deswegen unerkannt einfach mal so irgendwie sein Leben auch weiterleben kann.
bleibt zu hoffen. Ich bin sehr gespannt, also gerade bei den Leuten wie jetzt MC Fitti oder Crow, bin ich sehr gespannt, wie das zweite Album dann wird, weil ein Künstler hat ja quasi beim ersten Album immer sein ganzes Leben lang Zeit, Erfahrungen zu sammeln und das alles, alle Inspirationen in dieses Album reinzustecken, und wie sich das Leben aber dann rasant verändert bis zum zweiten Album, da muss man, glaube ich, irgendwie... Da muss man irgendwie geile Ideen haben, um da mithalten zu können. Und eben nicht nur darüber zu rappen, was zwischen den beiden Alben passiert ist, weil das reicht dann nicht aus. Und ich bin sehr gespannt irgendwie, wie es weitergeht. Und finde auch bei Crow sehr spannend, wie die musikalische Bandbreite auch ist. Also wie viele Indie-Pop-Momente und Rap-Momente und wie das echt gut verschmolzen ist einfach. Also das ist eine ziemlich breite Musikalität, die da drin steckt. Das gefällt mir. Und habt ihr gesehen, wie bei Rock am Ring bei seinem Konzert irgendwie die Sonne so schon so schlierige Farben gezaubert hat und so langsam unterging und die Kamera immer so geile Gegenlichtmomente gefunden hat und so? Es sah genauso aus wie seine Videos. Also zumindest das Du-Video. Und da habe ich gedacht, der Typ hat nur Glück, ey. Das hat er wahrscheinlich auch noch selber gebucht, das Wetter. Ja, genau. Er hat die Uhrzeit gebucht und nee, Chimperator war das. Natürlich. Die können sich das jetzt auch leisten. Nate57. Ja. Habt ihr da überhaupt eine Meinung zu? Sehr spannender Kollege aus unserer Heimatstadt Hamburg. Verfolgen wir auch. Hat jetzt sein Album draußen. St. Paulianer. So, glaube ich, geht ganz gut ab sogar, ne? Das ist auf jeden Fall so ein Typ, wo ich so im Umfeld gemerkt habe, so, da können sich auf einmal ganz viele wieder für Rap begeistern, die lange keinen Rap mehr gehört haben oder die irgendwie so ein bisschen raus waren und das Gefühl hatten, das bockt sie gerade alles nicht mehr. Und irgendwie, Nate hat da auf jeden Fall wieder eine Sprache gefunden, die vielen gefallen hat. Ja, vor allem... man könnte ja schnell meinen, das ist irgendwie so ein Gangster-Rap-Typ irgendwie so, aber gar nicht. Also ist ja echt, der ist schlau, der hat echt was zu erzählen, hat gute Ansichten und so. Und also ich finde, er ist so einer der ersten, die so, sagen wir mal, von der Straße kommen und aber und mehr zu bieten haben textlich als die üblichen Klischees. Also erzählt wirklich Stories und erzählt wirklich Geschichten, wie es war. Und da kann auch eine gesellschaftliche Gesamtsituation irgendwie sehr imposant zusammenfassen. Also genau. Ich fand zum Beispiel bei Immigranten, das ist doch jetzt dein neues Stück, ne? Derbe. Also wie das so den ganzen Kosmos, wie es ist, in Deutschland zu leben, irgendwie so auf den Punkt bringt, fand ich sehr beeindruckend. Einfach ein künstlerisches, also... starkes Werk. Ein Casper, wie nehmt ihr den wahr? Wie nehmen wir den wahr? Neues Phänomen, ne? Also das, weiß ich nicht, ob man uns da auch ein bisschen Schuld mit in die Schuhe schieben darf, dass es mittlerweile erlaubt ist, die Musikstile so zu mischen, wie ihm das gerade passt. Für viele Rap-Typen ist er ja ein Dorn im Auge, weil das nicht Rap genug ist. Das sind... Break of Dorn im Auge. Das sind Themen, über die wir uns nicht mehr so große Gedanken machen, ob man das darf oder nicht. Wenn es schockt, dann schockt es, und wenn nicht, dann nicht. Und viele Leute stehen absolut drauf. Ich glaube mal, ganz unser Musikgeschmack trifft es nicht. Aber ich finde, er ist ein krasser Performer. Ja, voll, das finde ich irgendwie sowieso. Bei Rock am Ring haben wir ihn gesehen. Genau. Und also es ist sehr beeindruckend, wie er so die einfach performt vor der Menge und irgendwie so einen ganzen Haufen junge Leute irgendwie in seinen Bann zieht. Und so ein Highschool-Film-Flavor, den er immer irgendwie so mitfährt. Treffer. Das war doch der eine von Breakfast Club, oder? Der coole. Gibt es, damit ist mein Name-Dropping erstmal abgehakt, aber gibt es von eurer Seite irgendwas noch, was euch besonders ins Auge gefallen ist in der Vergangenheit? Da kommt gleich der Griff zum Mikrofon. Ich habe für mich Ronny Trettmann entdeckt, von dem bin ich ja riesen Fan. Ich finde bei ihm eben halt genau das, was ich eben auch gerade sagte. Er hat angefangen... auf Mixed-CDs einer Zeitschrift, die man umsonst dazu bekommt, gab es dann mehrere Songs mit dem sächsischen Patois und hat angefangen, sage ich mal so, als Comedy-Rap, als Blödel-Rap, möchte man ja schon fast sagen, oder Dancehall-Musik. Und das war halt, der Ost-Flavor war halt irgendwie das Ding. Das war auch wirklich unglaublich lustig. Aber er hat das auf eine wahnsinnig schlaue Art und Weise geschafft, daraus irgendwie was weiterzuentwickeln, was echt super beeindruckend ist, also was sehr
tiefgründig ist und was total Spaß macht, inklusive dem Humor, den hat er ja irgendwie auf eine Art auch immer noch beibehalten. Es gibt Momente, ich habe laut gelacht in der Bahn, als ich die Platte das erste Mal gehört habe, ne? Und trotzdem haut er dann auch mal so Dinge raus wie das Stück über seinen Opa, der im Krieg irgendwie und seine Lebensgeschichte da irgendwie erzählt. Das ist eine wahnsinnig schlaue Perspektive und eine tolle Entwicklung als Künstler. Ich bin Fan. Und nicht zu vergessen, er ist der deutsche Dancehall-Direktor. Richtig. Ja, genau. Er ist halt der Direx halt. Und ist auch auf den beiden Gigs in Köln und Hamburg. So sieht's aus. Ja, wir haben uns auch noch nicht getroffen bisher, aber da freuen wir uns drauf. Ich hoffe, wir haben die Coolness, irgendwie unsere beiden Mitstreiter an dem Abend auch dann mit zu genießen. Also ich würde die gerne sehen, aber vermutlich mache ich mir ins Hemd. Und du sagst es schon. Das ist meine Frage eigentlich schon beantwortet, aber ich mach mir ins Hemd. Ob das wirklich noch eine Aufregung ist? Ja, ja, jedes Mal. Immer wieder. Ernsthaft? Ja, klar, volles Fund. Ich meine, da steht ein kleines Dorf in der Halle. Ja, aber ihr seid doch diejenigen gewesen, wenn man dann mal wieder dann den Hip-Hop-Kosmos ein bisschen weiterspannt, wo sie dann vielleicht euch mal eine Zeile nicht da drin haben wolltet. Ihr seid die Ersten gewesen, die es geschafft haben, jetzt auch in Hamburg eine 15.000er Halle zu füllen. Das hattet vorher auch ein Jan Delay hat das nicht geschafft. Beginner haben das dreimal hintereinander. Ja, aber warum sollte so das weniger uns unter Druck setzen? Ich meine, wir freuen uns natürlich und wir wissen ja auch, die Leute sind wegen uns da, weil sie unsere Musik mögen. Das freut uns natürlich auch und wir wissen auch, das sage ich ja meinen Kindern auch immer, die wollen dir nichts Böses. Die sind ja da, weil sie es gut finden, nicht weil sie uns schlecht finden wollen. Also, aber der Druck ist natürlich da, dass wir geil abliefern wollen. Und natürlich wissen wir das auch, dass wir das können. Wir haben das ja schon 100-mal gemacht. Trotzdem ist natürlich die Aufregung da und der Anspruch an sich selbst auch, dass man echt richtig eine geile Show liefern möchte und das, wo alles einfach super läuft. Ich glaube, es ist auch gut so. Also ich glaube, eine gewisse Anspannung vorher tut der Show immer, auch sehr gut. Immer. Das also ist wenn halt man da so Anspannung, denkt, jetzt ziehe ich den Stiefel mal runter, dann das merken die Leute, glaube ich, dann auch. Was ist das Highlight an so einem Abend, wenn die Leute zum 180.000. Mal Nordisch by Nature hören wollen oder wenn sie es nicht wollen? Doch, nee, sie wollen es. Sie wollen es, ob wir spielen oder nicht, ist zum Glück immer noch uns überlassen, aber dass sie es wollen, ist völlig klar. Mich wird's, glaube ich, todesnerven. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich nicht Künstler geworden bin. Wir haben ein ganz entspanntes Verhältnis zu unseren Evergreens, sag ich mal. Also dass wir, man kennt das doch auch selber, wenn man zu Shows geht von irgendwelchen anderen Leuten, die man gut findet, will man ja auch die Classics hören. Da freut man sich ja drauf. Das stimmt schon. Ich wäre, glaube ich, todesnervt. Ich finde es ganz, ganz langweilig. Ne? Es gibt ja ganz oft auch oder häufiger mal so Bands, die dann irgendwie mit einem Album auf Tour gehen. So dann kommen irgendwie Public Enemy und spielen Fear of a Black Planet oder solche Sachen, dann denkst du auch, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann denn irgendwie eine Band 20 Jahre danach dann ein Album von früher dann spielen und dann wieder gehen? Das würde ich langweilig finden, aber jeden Abend auf der Bühne unter vielen anderen neuen und alten Songs irgendwie auch die Evergreens zu spielen, ist irgendwie gut. Und wenn ihr eins schafft, und damit beschließe ich das Interview, denn es wird schon wild gewunken, dass ihr Feierabend ist, dass ihr die Generation zusammenbringt. Das kann ich aus privaten Gründen erzählen. Mein Sohn, 11 Jahre alt, kennt eure Lieder und was war denn sein erster Zugang und er geht mir damit immer auf die Nerven, dass er zu euren Konzerten möchte. Ja, sehr gut. Auch wenn ich die Songs halt schon 100-mal gehört habe. Aber das geschieht dir recht. Und da sind wir bei der nächsten Generation. Ich danke für das ausführliche Gespräch. Ich hoffe, dass wir vielleicht die Möglichkeit haben, uns nochmal in einer anderen Situation nochmal ausführlich über die Vergangenheit zu unterhalten, denn wir versuchen da was, also falls es an euren Plan mal passt. Bestimmt, gerne. Dann würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten bedanke vielleicht ich mich. Vielleicht nicht am 30.12. in Hamburg, aber ansonsten immer gerne. Release-Termin auch ein bisschen Quatsch, aber vielleicht gibt's. Wir sind ja nicht so weit auseinander. Richtig. Ne? Danke, wie gesagt, für die Zeit. Ihr wisst, Album kaufen, aber das macht ihr eh. Also, tschüss. Backspin.